herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin leicht errötet, weil, Leute, ich ein bisschen was zu tun hatte. Denn der Uwe, der feiert heute seinen 70. Geburtstag. Ja, also, das ist jetzt mal der Ist-Zustand. Wir sind noch nicht ganz fertig. Die Torte kommt dann natürlich noch auf den Tisch. Und da muss das Geburtstagskind natürlich auch noch geholt werden. Hier ist noch was drin für die Torte. Und Servietten halt natürlich auch. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Und ich bin mega gespannt, wenn ich nachher den Uwe hole. Was er sagen wird. Also mir gefällt das schon mal ganz gut, was ich hier sehe. Und er tippt eine Menge auszupacken heute, Leute. Ne? Ihr habt es hier gesehen. Alle voller Schätzleinpost. Ja, das muss der Uwe alles auspacken. Liebes Geburtstagskind. Du darfst kommen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber. Ich muss heulen. Alles, alles Liebe. Alles Liebe zum 70. Wunsch. Ganz viel Gesundheit wünsche ich dir. Viel. Mir fehlen auch die Worte. Ich mach mal kurz die Kamera aus. Du, mein Schatz, das musst du aber deine Kerzen auspusten. Ich hab die heute nicht mehr. Kira ist auch da, aber. Ja, die sind fest. Okay. Yeah! Hast du dir was Schönes gewünscht? Ja. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Gesundheit und ein langes Leben, mein Liebling. Also hier ist Schätzleinpost. Und hier. Und hier ist, was von mir ist. Und hier ist die Kira. Das ist nicht 130 mal die 70. Doch. Einmal nur. Oh Gott, ey. Gefällt's dir? Ja, super. Ich mach gar nichts und mich bringt da zum Heulen, ja? Du hast ja so eine Mühe. Ich hab's gerne gemacht. So, aber jetzt auspacken, 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 oder? Ja, erstmal essen. Der Uwe erst was essen, okay. Ja. Erstmal stärken. Oh Mann, warte gerade emotional, sage ich euch. Ja. Das ist also. Oh. Hammer. Also der Uwe und ich, wir werden jetzt ein bisschen Geburtstagsessen essen. Der Uwe hat sich Kartoffelsalat und Würstchen gewünscht. Weil er das mit seinen Zähnen natürlich auch gut essen kann. Ne? Darf man ja auch nicht, oh Gott, wie errötig ich bin. Ketchup, ja. Genau. So, und dann wird der Uwe heute weiter verwöhnt. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Also zumindest beim Päckchen auspacken. Denn ich denke, das wird ein Überlängen-Video, Leute. Ganz bestimmt. Mein Schatz, was ist ja jetzt schon Überlänge. Oder? Mit den ganzen Päckchen. Ist nicht normal, ne? Ist normal? Ja. Ist nicht normal. Also ihr seid wirklich der Hammer, ne? Also Sassi, dickes Herz. Daniela, ein dickes Herz. Claudia, ein dickes Herz. Und Andrea, ein dickes Herz. Ihr seid der Hammer, ehrlich. Also der Uwe wird sich da wahrscheinlich sehr drüber freuen. Weil ich weiß, dass ihr immer tolle Kleinigkeiten und süße Sachen einpackt. Also weil ihr so mitdenkt, ne? Aber ich bin mega gespannt, ne? Ich bin, glaube ich, neugieriger als du, kann das sein? Das wäre so ganz neu. Also auf jeden Fall ist der Uwe hungriger als ich und deswegen mal, kurz ja, hier auf Pause. Ich hab Hunger, ey. Na, mein Schatzilein. Na? Bist du bereit? Immer. Für Geschenke? Ja. Ja, ich auch. Und Leute, ne? Der Uwe hat heute noch ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk bekommen. Ja, die Rüstung wird gebaut.
Die rüsten wirklich ein. Ja. Ihr glaubt's nicht. Ja, ich kann es wirklich nicht glauben. Und ausgerechnet an Uwes Geburtstag. Naja. Und es wird, so wie Uwe das jetzt rausgefunden hat, nur gestrichen. Ne? Ja, nur gestrichen. Was für Quatsch, das ist vor 5, 6 Jahren alles frisch gestrichen worden und das sieht alles noch gut aus. Und das ist so eine schöne Farbe, die wir an der Fassade haben. Jetzt möchte ich gar nicht wissen, was wieder für ein... Bestimmt ein freundliches Schwarz. Für ein langweiliges braun-grau-beige rankommt, was vorher auch dran war wahrscheinlich. Ja. Naja, bloß nicht ein bisschen Farbe im Leben lassen. Ne? Nee. So, aber jetzt bringen wir Farbe in dein Leben, denn... Ja. Ich möchte mich mal bedanken bei der lieben... Bei meiner liebe Frau. Oh. Die hat es so super gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ach. Wunderbar. Sieht so schick aus. Alle Däume nach oben. Danke, mein Liebling. Aber das hat er gerne gemacht. Hallo? Ja, aber. Ja. Ich wünsche euch auf. Oh, mein Liebling. Man wird doch nur einmal 70. Leute, der Uwes Geburtstag ist aber schon vorbei, wenn ihr das Video seht, ja? Nur mal so. Ja. Okay, wir gehen jetzt rüber und bauen mal auf und dann packen wir zusammen mal Uwes Päckchen aus. Yeah, ich freue mich, bin mega gespannt, was die Schätzelein sich schickt. Weil was er von mir kriegt, weiß ich ja, ne? Sicher? Ich hoffe. I hope so. Aber die Kira, die ist noch am Fressen und ich möchte die Marianne in Ruhe fressen lassen, damit die ihren Napf auch leer frisst. Vielleicht ist es auch albern, keine Ahnung. Ja, die Mutter, die lässt sich ja mal so schnell ablenken. Ja, und jetzt, wo die hier einrüsten, ist schwierig, ne? So, ich bin mal gespannt, was ist, wenn die Rüstung hier vom Fenster ist. Ja, das wird morgen wahrscheinlich ob sein. Die ausflippt oder nicht, ne? So, jetzt kommt mit. Eines von den schönsten. Eine Überraschung habe ich ja schon gekriegt. Die Rüstung. Die, nein, die schmückte, die schmückte. Ja. Wahnsinn. Ach, ist doch normal, Wahnsinn. Oder? Also ich fange jetzt an. Nochmal. Da rutscht gleich. Ja. Hier, damit keiner vergisst, ne? Wie alt? Was das für eine Zahl ist. 07. Du bist 7 geworden, yay! Nein! Ja, es sind alles nur Kleinigkeiten, ne? Und das ist bestimmt eine Geburtstagskarte. Jo. Eine handgefertigte. Ey! Aber nicht von mir. Ach so. Schick. Zusammen machen und wieder aufmachen. Aber leider hast du da keinen Platz, was draufzuschreiben. Deshalb habe ich hinten was aufgeklebt, ja. Mein Schatz. Du darfst es auch vorlesen, wenn du wolltest. Nee. 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 Okay. Schön bleib, Schatz. Man, du brauchst doch nicht die Tat hinschreiben. Doch. Ja, jetzt muss ich hier Schacke, 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 Schacke machen. Dankeschön. Und jetzt ganz kalte Hände, mein Schatz. Ach, das ist nur von außen. Sehr, sehr gerne. Hab dich lieb. So, jetzt muss ich mal einpacken. Auspacken. Pack ein. Auspacken. Und du bleibst schön berühre. Das ist irre Papier. Was ist denn das? Muss er auspacken. Ach so. Ich weiß nicht, ich habe gerade spontan Alzheimer. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Aber es sieht wirklich schön aus hier. Das Papier, ja. Nee, alles. Ja, hat es schön geschmückt. Ach Mann. Ja, ich habe einen guten Lehrmeister gehabt. Ey, das ist ja nicht ganz gemein. Hat ich ja nie gemacht. Das schöne Papier. Ja. Schick aus dem Papier. Dann warum machst du es denn nicht vorsichtig auf? Weil ich nicht so lange warten kann. So, nur sieht mal so. Was da drin ist. Kira, bleib schön. Hat der da vereint ohne auszugeklebt?
Ja, weil ich habe ja reingeguckt, was drin ist. Vielleicht wäre es ja was anderes gewesen, was ich gekauft habe. Oh, weia, ey. Hier lebe ich gefährlich. Nein. Radsport. Ein T-Shirt? Ein T-Shirt? Ja. Ein T-Shirt? Zähnisch. Ja, du musst Du? es. Ja. Ja? Ja, ist Kein Druck, okay. Ja, aber? alle drauf. Hallo? Jetzt werde ich mir das mal angucken. Was? 70 Jahre und ich fahre. Immer noch ohne Akku. Immer noch ohne Akku. Stimmt. Danke. Der Druck gestartet. 70 Jahre und ich fahre immer noch ohne Aber wenn Akku. ich das hier sehe, das wird nicht lange halten. Nee. Ja, Aber weil's. cool. Ja, aber schon ärgerlich, Muss ich ne? zeigen. Muss ich mal Okay, zeigen. kurzen Cut, Uwe zieht's an. Ja. Schatz, danke. Sehr gerne, mein Schatz. So. Jo, Der weiter geht's. Bart. Nein, hier Ach sind noch so. zwei Geschenke. Ich mach erstmal. Und das ist ja Anders. anders, Leute. Wieder dieses Kartal hier. Hier kannst du mal die Kamera halten, Schatz, die Zahl. Was ist das für eine Zahl? Weiß ich nicht. Aber die Zahl will ich die nochmal, erreiche ich die nicht. Oh, das wäre ja 114. Nee, das schaffst du bestimmt Aber nicht. 120 schaffe ich. Ich hoffe, Ja, wäre schön. klar. Wobei, will man wirklich 120 werden? Dir zur Liebe, Ich ja. nicht. Ich weiß, was drin ist. Was, ne? Ja, wirst du gleich sehen. Wieder eingepackt, wa? Na klar. Ist gar nichts drin, Berliner Luft. Nee, die Berliner Luft klappert nicht. Berliner Luft ist ja irgendwie ein Minzlikör oder irgendwas, ne? Nein. Das ist so ein bisschen wie Vlogmas, oder? Auspacken, ey. Wo rohe Kräfte walten, ne? Ist nochmal eingepackt. Da hat jemand Langeweile gehabt. Was? Enjoy. Was steht da? Enjoy. Ja, enjoy your new mug. Erfreue dich an deiner neuen Tasse. Aha, eine neue Tasse, eine Radfahrertasse. Ja. Die Botschaft darauf ist ja wichtig. Und das wirst du. Ja. Das stimmt. Da steht, ich liebe dir und das wirst du. Oh, ja. Danke. Schöne rote Farbe, ne? Nein, das ist ein kussechter Uwe. Ach, na, dann ist gut. Der Uwe wollte mich vorhin küssen, als ich den frisch raufgemacht habe. Und das wäre schlecht gewesen. Er hätte 24 Stunden Stay Knutschfleck auf der Wange gehabt. Jetzt kommt ein schweres Paket. Was war denn da noch mal drin? Ich hab's Hier ist vergessen. zweimal, ja. Ach, jetzt weiß ich wieder, was drin ist. Ich hoffe, das kannst du eben brauchen. Also, das hat der Uwe sich irgendwann mal gewünscht. Nee, das kriegst du doch so auf, oder? Na klar, staune, wieso? Du hast keine Zeit gehabt zum Einpacken in Ruhe, wa? Wieso? Fest zu Knoten zu machen. Nee, ich Du machst wollte doch das. sonst immer feste Knoten. Ja, aber doch nicht mit so einer Schleife. Die kann man doch normal benutzen. Das ist doch nachhaltig. Ja. Ja. Wieder schöne Und Papier. schicki schicki sieht es einfach aus. Würfelspiel. Nee, ich hätte Kopfhörer.
Kopfhörer sind es leider nicht geworden, nee. Weil ich habe ja jemanden gefragt, der mir gut empfehlen sollte, aber da ist leider nie was drüber gekommen. Deswegen habe ich dir jetzt... Jetzt habe ich auch Lautsprecher. Kopfhörer sind es leider Lautsprecher, nicht geworden. Ja, seine Lautsprecher an seinem PC, die haben auch so eine gute Rückkopplung. Piept mir immer. Jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das geklopft hat oder ob die mit der Rüstung war. Wir haben nämlich für den Nachbarn Päckchen angenommen, aber dann soll er klingeln. Ja, dann klingeln. Genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, das hast du dir auch gewünscht. Ja, klar. Ist dann das Richtige? Ja, aber wie du, das reichen doch. Ja, das sind die, die ich auch habe, die sind schwarz. Mhm. Kann man nicht verwechseln. Kannst du nicht sagen, du hast meine kaputt gemacht. Und ich finde die eigentlich ganz gut, muss ich mal sagen. Ja. Ist aber drin. Mhm. Also hier ist leer. Schick, schick. Ja. Also ich zeige euch die nochmal, die sind von LG. LG? Ne, Logitech, was erzähle ich dann da? Ja, die Z200, also reicht aus. Also wir brauchen jetzt den Surround oder irgendwann nee, am PC. Genau, mein Liebling. Ich hoffe, jetzt sind die ja, die sind gut. Ja. Die kann ich die alten wegschmeißen und den ganzen Kasten da alle. Mhm. Ich wollte die alle runter. Schicki, schicki sehen die aus. Ja. Ja, reicht doch aus. Und nehmen nicht so viel Platz weg. Ja. Sehr schön. Was ist hier drin? Bestimmt Kabel oder irgendwas machen. Ne? Fernbedienung. Was? Du bist ohne Fernbedienung. Ach nee, doch nicht. Du musst auch noch Fernbedienung. Was ist das? Netzkabel. Ja, okay. Stecker halt dafür. Alles klar. Ja, braucht er ja auch, ne? Dankeschön. Gerne. Viel Freude damit. Ja. Und ich liebe mein Engel. Ich auch. Ja, es sind Kleinigkeiten, aber. Oh, wenn man Wünsche erfüllen kann. Was ich so toll an der Tasse fand, ist einfach, dass das auf Berliner Dialekt ist. Ja. Ne? Und das ist genau das, was ich immer zu Uwe sage. Ich liebe dir. Ja, ich liebe dir auch, ey. Ja, ja. Wir hatten ja mal einen Zettel an der Tür zu hängen. Ne? Da stand immer drauf, ich liebe dir. Ja, stimmt. Ja, immer wenn er rausgegangen ist. Ja. So sieht's mal aus. Ja, da würde ich so sagen. Ne? Machen wir erstmal einen Cut, wa? Kurze Pause. Uwe holt das nächste Päckchen vom Schätzle. Jetzt wird es schon spannend. Jetzt kommt die Post von der Schätzlein. Ja, Schätzlein-Post. Ich weiß, dass von bei Daniela auch was für mich mit drin sein soll. Ah, okay. Aber das kannst du auch zum Schluss dann aufmachen. Und überall diese Zahl. Es ist kein Paket ohne diese Zahl. Nee. Es ist ja auch nun mal so, das ist von Daniela. Von Daniela. Aus Österreich. Aus Österreich. Ja. Daniela, die uns auch immer die tollen Adventskalender geschickt hat, Schatz. Dass du Bescheid wirst. Ja. Hier ist die Masse. Und so schön. Wie Weihnachten. Und so schön mit Geburtstagspapier schon wieder. Da steht Happy Birthday drauf. Das ist total schön. Ja. Und Daniela, du hast es sehr gut eingepackt, wie immer, ne? Ja. Hilfe! Aber der Uwe hat mit 70 noch ordentlich, ne? Zündtopfenfüller. Kreist du doch wie ein Westpaket. Ey, wenn ich 70 bin, ne? Dann bist du 88. Oh, ja. Oh. Ich sehe schon Zettel. Oh. Liebe Susi, lieber Uwe. Und das ist so eine schöne Schrift, Daniela, ey. Herzliche Grüße aus Graz,
Und viel Freude beim Auspacken. Alles Liebe für euch. Danke. Gerne auch vor der Kamera. Yay! So schön Papier. Also ich freue mich total. Vielen, vielen Dank, Daniela. Oh, wie schön. Was hast du denn hier? Ja. Laune gut, alles gut? Ja. Das ist Konfetti, wa? Du musst auch Konfetti sein, ja. Bio-Gewürz, Blütenzubereitung, Blossom Spice Blend. Alles Liebe. Das sind Gewürze, wie cool ist das Gewürze? Denn? Ja. Von Sonnentor, das ist gut, ne, Sonnentor. Das ist auch eine Gewürzblütenmischung. Cool, oh, so viele. Glückswünsche. Glücksgewürz, Bio-Gewürz, Glückwünsche. Fortune Blossom Spice. Da steht bestimmt hinten mehr drauf, was das alles ist. Ja. Zwiebel, Basilikum, Orangenscheiben, Oregano, Pfeffer, Rosa, rote Rüben. Oh, wie cool. Also das wäre auf jeden Fall ausprobiert, ein Salat oder so. Ja. Lecker. Aus kontrollierten biologischen Anbau. Sehr cool. Danke, Daniela. Was ist hier drin? Zutaten? Meersalz, Knoblauch, Bärlauch. Oh, da kann man auch schön so auf Tomatenstulle machen. Flower Power steht hier. Kennt ihr Sonnentorgewürze? Also ich finde jetzt diese 5 Gramm Päckchen echt toll, wenn man das ausprobieren kann, was da drin ist. Rüben, Zucker, Sonnenblumen, Blüten, Blätter. Das ist ja ein Wort. Sonnenblumen, Ringelblumen. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Von Just Spice. Das ist eine Gewürzbox. Ja. Von Just Spice. Bowl. Dressing Mix ist das. 100% natürlich, natürliche Zutaten. Aber es sind bestimmt 2 verschiedene, weil vorne die Bilder anders sind. Ohne Zusatz von Zucker, Dressing Mix. Aber ich kann das wieder so ohne Brille nicht lesen. Das muss ich mir nachher, ohne Brille ist auch gut, ne? Ohne Lupe. Das muss ich mir nachher nochmal genauer angucken. Aber da freue ich mich schon auf einen frischen Salat. Sehr, sehr cool, Daniela. Super. Das ist für Susi. Ja, dann mach aber, du bist hier heute die Hauptperson. Das ist für dich. Susi, ein kleiner Gruß an dich von Herzen. Oh, das ist so süß. Und auch schon wieder so schöne Papier. Wisst ihr, ich habe das immer geliebt, wenn wir als Kinder Geburtstag hatten. Entweder mein Bruder, also in dem Fall mein Bruder, wenn der Geburtstag hatte, dann habe ich auch immer eine Kleinigkeit von meinen Eltern gekriegt, dass ich auch was zum Auspacken habe. Da hat man sich irgendwie als Kind nicht benachteiligt gefühlt, wenn man kleben war, hat man es ja nicht verstanden. Ja. Na, irgendwann hat er natürlich auch gehört, dass ich aber. Das erinnert mich gerade so an meine Kindheit, dass ich da halt Oma zum Auspacken bekommen habe. Ich hab's euch auch mal das Messer, sagen wir so gut. Dankeschön. Bitte. Daniela hat es wieder super eingepackt. Die lernen alle von dir. So. Was könnte da drin sein? Das ist was Hartes, was Langes Hartes. Oh oh. Hier bitte keine Eifersucht, ja? Nein. Oh. Das ist da denn schön mit eingepackt. Ich ziehe das hier raus. Hat sie mir ein Päckchen gepackt. Und zwar sehe ich auf Anhieb einen Lippenstift, einen Nagellack. Und wahrscheinlich eine Mascara, ne, wenn ich das richtig sehe. Und eine Wunderkur fürs Haar. Von John Frieda. Eine Probe. Oh. Friss Ease, Wunderkur. Tiefenwirksame Haarkur. Sehr, sehr cool. Das kann man immer gebrauchen. Denn habe ich hier von Boombastic Crazy Volume Mascara von Gosh. Wow. Die lasse ich jetzt noch zu, weil ich noch so viel offener habe. Ein wunderschönes Rot von Manhattan. 10 Up Today's Last and Shine steht hier drauf. Vielleicht finde ich auch noch direkt eine Farbe.
Aber ich natürlich wieder nicht. Hier steht 1176, aber ich habe keine Ahnung, ob das die Farbbezeichnung ist. Wie cool sieht die Farbe bitte aus? Ich glaube, ich muss mir heute noch die Nägel lackieren, Schatz. Zur Freude. Na gut. Nee, hier steht bei 768. Ich habe leider doch hier die Lupe. Ich müsste ja den Tisch freiräumen, nicht für meinen Uwe. 730, your favorite steht hier drauf. Aber glaub nicht, dass ihr das jetzt lesen könnt, weil die Kamera so weit weg steht. Also die Farbe gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und ein Lippi, wo mir die Verpackung schon extrem gut gefällt. Also da Werk Verpackungsopfer. Aber die, der Tesafilm hat ja direkt Folie runtergeholt, oder? Ja. Ja, schade. Aber ist nicht so schlimm. Und zwar von Catrice. Volumizing Tint and Glow. Plump and Glow Lip. Lippendingens. So sieht's aus. Das ist ein Lipgloss, ne? Also gibt jetzt nicht so viel Farbe ab. Ich zeige euch das gleich. So leicht rosé. Also genau das, was ich mag. Also vielen, vielen Dank, Daniela. Ich freue mich. Dicken Knutsch für dich. Sehr, sehr cool. Finde toll, Schatz. Ja, ja. Schön. Hast du da irgendwas? Was zum Abwischen? Ja, und ein Stückchen Papier. Ein kleines hat gereicht. Hier, dann lässt du ja besser abwischen. Ja? Ja, wie toll. Ich lieb's. Das hättest du auch nicht können zum Abwischen. Nee, guck mal, ich muss mir gleich was hier aufmachen. Mach weiter. So, jetzt klappt. Wilke, wieder ein Paket. Was steht da drauf? Uwe, die. Die Texte sollen dich durch dein neues Lebensjahr begleiten und Freude machen. Ich bin gespannt. Was hat sie sich denn da wieder einfallen lassen? Boah. Das macht irgendwas. Das wirkt so ein bisschen, als wenn ich mir Pfefferminz irgendwie auf die Lippen gemacht habe. Und das ist so ein angenehm frisches Gefühl jetzt gerade mit dem Lippenstift. Schmeckt auch leicht minzig. Ah. Wie cool. Sternschnuppengedanken für jeden Abend ins Jahr. Oh, wie cool, Schatz. Oh, wie schön ist das denn? Oh, da kannst du, liest du uns jeden Abend, jeden Tag eine Geschichte eine vor. Eine kleine Geschichte vor. Oder ein Gedanken ist das ja. Sehr cool. Also ich finde sowas mega. Sehr, 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 sehr cool. Von wem ist denn das Buch, Schatz? Von mir. Von. Also aus dem Verlag Herder auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind es mehrere, die an diesen Gedanken geschrieben haben. Ausgewählt und herausgegeben von Ludger Hohn-Morisch. Also sehr cool. Ich finde es mega. Ich freue mich da sehr über sowas. Ja, guck mal, und gleich wieder meine Monk-Macke, ne? Ja. Sehr cool, Schatz. Ich möchte da wirklich jeden Abend einen Gedanken vorlesen kriegen. Zeit für Träume. Was hast du denn? Da ist ein Badezeug wieder? Bestimmt. Ja. Aroma Pflegeschaumbad, ja? Ja. Also für uns wird es dann ein Fußbad? Gute Laune. Das haben wir ja sowieso. Ja. Auch Pflegeschaumbad. In dem Fall für uns wieder Fußbad, ne? Dankeschön, Daniela. Oh. Und noch ein Paket. Oh, guck, wie schön sie das gemacht haben. Oh, wie toll. Ich freue mich da sehr, 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 sehr für dich, mein Schatz. Wir haben tolle Schätzeleins. Ihr seid wirklich so super. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz viele Küsse gehen nach Österreich. Weil das ist ganz ehrlich, das ist nicht selbstverständlich, dass es das noch so Herzmenschen gibt. Und ich freue mich, dass in unserer Community
neben uns, weil ihr sagt uns sind ja ständig, es wirklich noch so viele Herzmenschen gibt, ist Tatsache so. Also ja. Da tummeln sich schon welche rum, ne, bei uns und ich freue mich da sehr drüber. Oh, wie cool ist das? Das hat ja hier noch nie gesehen. Nee. Wir wissen ja, Manna kommt ja aus Wien. Ja. Und das ist ein Kakaotrunk. Trunk. Kakaotrunk. Ein Kakaotrunk. Was erzähle ich? Gabi Rings, jetzt nicht totlachen, ja? Aber ich, ja. Mich hat mal einer gefragt, wie er wohin kommt. Ne? War ein Engländer oder ein Amerikaner, keine Ahnung. Und er fragte mich auf Englisch. Und ich wollte ihm halt sagen, dass er halt geradeaus muss und dann rechts rum, ne? Und sagt zu dem, you must go straight on and then right room. Right room. Happy Birthday, Uwe. Und guck mal, mit Feuerwerk, ist das schick. Schön. Schön gemacht. Oh Mann, Daniela, du hast das so schön gemacht, wirklich. Also das erwärmt schon wahnsinn. Wieder mein Herz. Das ist so schön. Irgendwie ist das, als wenn ich auch Geburtstag habe. Kannst du das verstehen? Ja. Aber ist es beides das gleiche, oh. Da, was ich kriegt, das Schatz? Was? Ist es beides das gleiche Kakao drin? Ja, beide gleiche. Trink Kakao? Oh! Da sind so ein paar Sektflaschen, glaube ich, rausgefallen, kann das sein? Bärchen. Bärchen sind das? Ich habe gedacht, was fällt das da runter? Und ein Blatt. Oh. Ein Ginsengblatt für die Gedanken, ne? Ja. Die Gedanken sind frei. Ja, nee, nee. Das ist ja, damit du fit im Kopf bleibst. Glaube ich zumindest. Oh, wie schön. Guck mal, es passiert das bei uns auch mal, ne? Ja. Ich mache sowas nämlich auch gerne, dass ich bei den Leuten liebevoll ein paar Herzen oder sonst was drin stecke. So. Sag doch, Ginsengblatt ein Symbol für Kraft und Stärke. Ja. Ja. Willst du das nachher in Ruhe durch? Ich will das nachher in Ruhe durch. Ja, aber die Karte, die ist ja wunderschön. Auch der Inhalt da drinnen. Aber ich halte das jetzt fest, dass es nicht normal rausfällt. Oh, super. Recht herzlichen Dank erstmal bis hierher. Und das Ginsengblatt kannst du ja direkt da als Lesezeichen nehmen, ja. Schatz. Wie cool ist das denn? Daniela, also du hast wirklich tolle Ideen, ja. Ja. Ich finde sowas mega einfach. Oh, und der Lippenstift, das macht richtig was, ne? Das bitzelt. Leute. Jetzt kommt was für die Zähne. Ich hab's gemerkt. Volumizing Tint and Glow Booster. Ich muss euch den nochmal zeigen, weil der wirklich was macht mit der Lippe. Das ist echt cool. Ah, Waffeln wieder. Stocking was. Cool. Danke. Und was haben wir? Waffel wieder. Knuspino, Haselnuss. Ja. Oh, es sind so schmale. Ja. Ja. Die Schätzeleins wissen halt, dass du Manna liebst, ne? Ja. Ein. Wie süß. Ein Spezialgeschenk für den Bastel-Bastel-Uwe. Oh, was denn? Ach man, ihr seid wirklich der Hammer, ehrlich, ey. Das ist so. Da muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder Hochwasser kriege, weil das für mich einfach nicht selbstverständlich ist. Dass ihr so tolle Sachen uns schickt. Einfach so. Ja. Nein, wie geil ist das denn? Oh Mann, ey, ist doch viel zu schade, um das aufzufuttern. Von Russel. Cool, Werkzeug. Und da ist drin ein Hammer, eine Säge, eine Kneifzange, ein Schraubenschlüssel. Ein Erlinger, ja. Was ist das denn? Ein Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher, wie cool ist das denn? Ah, Daniela! Hammer. Eine Säge, Hammer, eine Kneifzange, ein Engländer und ein Schraubenzieher. Also ganz ehrlich, ich feier sowas einfach. Ja, ich cool. Feier sowas. Oder ist das ein Schraubenschlüssel? Ich mal kicken, ist genauso wie mit der Bohrmaschine oder Akkuschrauber von Rita und Doris. Ja, Wahnsinn. Hammer, also ganz ehrlich, ich feier sowas einfach. Oh, wie cool. Aber es ist viel zu schade, das zu essen. Nee, das kann man nicht essen.
Nee, nicht kaputt machen. Nein. Das ist Schokolade. Schokolade? Ja. Aber trotzdem cool. Sonst hat's noch Wahnsinn. Rein. Das lebe ich oft in Ruhe. Also bis November hat der Uwe Zeit, das zu essen. Ja. Aber ich glaube, das ist da nie. Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist nichts. Sensationell. Ja, ehrlich. Das ist zu schade. Ja. Ich finde das cool. Recht, recht herzlichen Dank für alles. Ich bedanke mich auch von ganzem Herzen für meine Sachen, die ich bekommen habe. Ich finde das auch toll. So. Weiter geht's. Ich komm zum Schwitzen. Ja. So, wer war denn das jetzt? Sassi war das. Ja, wieder. Ist da eine pinke 70 drauf? Wie konnte das denn passieren? Ja. Ja, das ist von Sassi. Unserer lieben Sassi. Ja. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz dicke Danke und ein Herz für dich, dass du uns was geschickt hast, beziehungsweise dem Uwe. Ich weiß, du sagst das wieder, das ist normal. Nee, ist nicht normal. Ist nicht normal. Deshalb, also ich bin da so dankbar für. Und auch Daniela, dicke, fettes Herz nochmal. Oh, wie schön sie das wieder gemacht hat. Und ich habe die Rückseite erwischt. Ja, ich fange von unten an. Ja. Und guck doch mal wieder mit den Smileys. Damit du in Erinnerung schwelgen kannst. Cool. So glorig, ne? Sehen wir das besser? Guck mal. Ja. Ist er denn Bild? Ja, ist besser. Mit den Smileys, ey. Ach, Sassi. Du bist einfach so ein Goldstück, ehrlich. Bedauert es jedes Mal, also es gibt so ein paar Schätzleins, die so in mein Leben durch YouTube getreten sind, wo ich das unfassbar stark bedauere, dass sie alle in anderen Städten wohnen. Ne? Wie ein schönes Papier. Also 4, 5 sind es auf jeden Fall, wo, die ich so kennengelernt habe, die auch näher einfach in unser Leben getreten sind. Wie klasse! dass ich das so, so bedauere. 1952, ein ganz besonderer Jahrgang, ja. Zum 70. Geburtstag. Ah! Sehr cool. Ja, Mensch, hast du aber echt was zu lesen, du. Ja. Oh, da steht noch was drin, guck mal. Hier vorne. Von Herzen. Ah! Cool. Die Uwe von Sassi. Ach Mann, Sassi, also da krieg ich ja schon wieder Hochwasser. Das ist schon wieder mit so viel Liebe gemacht, ja. Ja. Ah, toll. Sehr, sehr cool. Recht herzlichen Dank. Ich komme nicht mehr klar hier. Ich weiß ja nicht mehr, wohin damit. Nach dem Gassi gehen aufwärmen möchtest. Ja, auf alle Fälle brauche ich immer. Guck mal, Sassi hat es auch nachhaltig gemacht und nicht zugeknippert. Ja. Das Band kann man wiederverwenden. Ja, das Band ist noch verwendet wieder. Somit kriegst du jetzt hier dicke Socken. Vielleicht, oder? Bestimmt. So. Oh, die, was zu futtern! Wie cool! Seelenwärmer. Tassenpudding, oder? Ja! Oh, wie cool! Mann, Sassi, du bist echt eine Wucht, ehrlich, ey. Cool. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ja, sensationell, darf ich mal sehen. Ja. Ja, einmal mit Bourbon, Vanille und einmal Vollmilchschokolade. 2 Portionen, Uwe. Ja. Aua, ja. Wie cool. Mann. Sehr, sehr cool. Hier, Schätzelein. Oh, die Kira kriegt was. Oh, Mann, wie schön, dass du an Kira auch gedacht hast. Aber das ist ja schon fast. Rosis Farm liebt den Kira. Unfassbar. Ja. Ja. Aber die liegt jetzt gerade in ihrem Bettchen und ich bin froh, dass sie da liegt und dass der Uwe hier in Ruhe auspacken kann. Deshalb lassen wir das jetzt erstmal noch zu und kriegt sie nachher auf jeden Fall. Mit einem lieben Gruß von dir. Guck mal, die Smileys einfeiert und so. Na, was ist das? Irgendwie wird es, was? Zum Ritual. Was ist denn das? Schlimmer.
Das sind bestimmt Schlüpper. Dann alte Männer-Schlüpper. Auf die Idee kommen sie nicht. Ich bin hier gespannt. Ja doch. Oh, Bettlaken. T-Shirt. Sassi. Oh. Ich würde mich wegschmeißen, wenn Opa mit 70 ist. Check aus. Ich feier das so. Chuck Norris kann Fische ertränken. Jo. Guck mal, ich halt mal hier. Ja, ich sehe. Sehr cool. Cool. Chuck Norris kann Fische ertränken. Welche Größe hat sie geholt? 2 oder 3XL? 2. Also ich habe 3XL geholt, ja. Nur mal so. Ja. Aber es sieht recht groß sieht aus, stark ne? Aus. Ja, Schatz, musst du anprobieren. Ja, muss ich anprobieren. Da ist doch schon wieder mal falsch. Später. Erstmal das anprobieren, ja. Muss ich das ausziehen. Ja. Und weg ist die 70. Nein. Chuck Norris kann Fische ertränken. Ey, mit so einem Sparwitz, da kannst du mich echt abholen. Das ist wenn ich das immer anziehe und die Kneipe, die sieht das da unten, die denken, oh, ein Chuck Norris-Fan. Ja, bin du ich auch. Oben? Ja. Warte, ich helfe dir mal. Opi. Lauf damit. Ja, wieso aufhören hier? Was ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ne? Wow. Zu sehen? Ja. Sehr cool. Chuck Norris kann Fische ertränken. Cool. Super. Was denn? Oh, guck mal, da kommt ja noch eine Karte. Ja, ich hab doch verkehrt aufgemacht. Darf man das überhaupt lesen? Guck mal, erstmal musst du hier gucken. Ne? Oh, die darfst du. Oh, nimm dir, was du brauchst. Glück, Liebe, Gesundheit, Erholung, Geld, Sonne, Erfolg, Freude, Lachen, Musik. Oh, das ist nee. Oh, wie cool ist das bitte? Es ist so schön, ehrlich. Ja, also ich kam auch schon wieder Hochwasser. Ja, das ist furchtbar. Fühl dich umarmt von der Sassi, ne? Ja. Darf ich das vorlesen? Ja. So, liebes Geburtstagskind, zu deinem Ehrentag wünsche ich dir alles Glück und alle Liebe der Welt. Lass es dir gut gehen, dich verwöhnen und recht beschenken. Ja, das macht er ja auch immer. Warum ich eigentlich? Und vergiss nie, du bist ein toller Mensch mit einem großen Herzen. Happy Birthday. Fühl dich umarmt, Sassi. Ach, Sassi, ey. Jetzt bringst du uns Bilder zu. Bringst du, hast du es schon geschafft. Küss mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das ist doch, was ich immer meine. Ich ja auch, ich will nicht mehr. Was ich immer meine, dass ihr so das Herz von uns erwärmt. Das ist gerade jetzt wieder mein Herz so groß und mit dem Finger berührt worden von Sassi. Ja. Passt perfekt zur Tasse Kaffee. Aha. Da ist bestimmt was zu schnabulieren drin, Schatz. Guck, nee, das ist weich. Warum bist du auf eure Ecke denn? Vier kleine Zitronenkuchen. Kannst du dich erinnern, ich habe ja im Adventskalender diese Marzipan-Küchlein. Ja, die waren schon lecker, ja. Ja. Oh Gott, ey. Das ist diese Liebe, die uns hier entgegenschlägt. Ich habe immer Angst, wir können es gar nicht wiedergeben. Also ich kann hier nur ein dickes, fettes Herz zeigen und mich von ganzem Herzen für so viel Liebe bedanken. Guck doch mal, ey, die Karte. Ich lieb ja, hübsch. Ich liebe die einfach. Ich muss was trinken. Jetzt haben wir ja noch ein Paket von Schätzelein. Von Schätzelein. Ja, das ist von Andrea. Das ist von Andrea. Ja, von unserer lieben Andrea. Und? Was ist da drauf? Alles klar, wieder eine 70. Ja klar, Prost. Schön verpackt. Auch wieder schön eingepackt. Hübsch, ja. Er packt die so immer alle schön ein.
Annelie, musst du was trinken? Ne? Du Schatz, willst du auch hier? Du willst nichts trinken? Nein. Warum nicht? Ich hab nur noch Wasser. Okay. Ich brauch nicht noch füllen. Wie du möchtest. Oh, der Uwe hat mal genug Kraft. Die hat sie gut eingepackt. Ja. Ach, ja, richtet euch auch über Länge ein, meine Lieben. Der Uwe hat eben schon über. Oh, weia. Wir sind ja schon voll über die Zeit. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht rauf auf die Uhr geguckt, aber ich denke auch, habe ich ja schon eingangs gesagt, dass das Überlänge haben wird, das Video. Also entweder gebt ihr euch das für den nächsten Tag und guckt den zweiten Teil den nächsten Tag weiter. Ja, oder ihr spult oder wem das zu lang ist, der guckt dann halt gar nicht. So. Ich bleib da eben selbst überlassen. Genau, hier wird ja keiner gezwungen. Na. Von daher finde ich, ich finde das einfach richtig, dass man zu seinem 70. Geburtstag auch alle zeigt, was man bekommen hat und das nicht in Etappen. Oder? Ja, richtig. Ich bin mir sicher, die meisten Schätzelein stimmen mir da auch zu. So, Mausel, schneid dich nicht. Das sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Was du da machst. Und Vorsicht, falls da irgendwas ist, was man kaputt schneiden kann. Ich geh nicht so tief. Da ist ja mal hier noch Polster mit drin. Oh, wow, Andrea. Ja. Du hast es so vollgepackt. Ist ja... Ich werd verrückt, ehrlich. Ihr seid verrückt, wirklich. Eine Karte. Kannst du Andreas Schrift lesen? Das nee. Manchmal kann man Andreas Schrift nicht so lesen. Aber ich bin da schon geübt drin, weil, ne? So, wir erreichen jeden Lebensabschnitt als Neuling. Jetzt habe ich rumgeprallt, weil ich ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wer das gesagt hat, kann es sein. La Roche Toucault oder so, kann es sein? Für den jungen 70er. Wie cool. Dann, also, Andrea, korrigier mich bitte einfach, weil ich das hier nicht richtig ausgesprochen habe. Aber das stimmt, wir erreichen jeden Lebensabschnitt als Neuling, Schatz. Stimmt. Hier, erstmal muss ich die Karte öffnen. Oh. Oh, edel. Oh, ich muss sofort nicht hochmachen. Da ist ein Stück kaputt. Ist kein Fassungsbrenner. Sehr cool. Cool. Was ist denn das alles? So wie Wurzel. Ein Rezept für 365 Tage Lebensfreude. Sehr cool. Ach Gott, wie süß du denn wieder gemacht hast, ja. Andrea. Cool. Zeigen. Ja, bestimmt, ja. Guck mal, wie schön. Soll ich dir nochmal Andreas Schrift vorlesen? Oder? So. Also Andrea, nimm dem Uwe das nicht rum mit der Schrift. Ich kann sie lesen. So gut, so weit, so gut. Zum Geburtstag, lieber Uwe, wünschen wir dir alles Liebe und Gute. Nebenan hast du das Rezept für ein glückliches und gesundes Leben und wir freuen uns auf viele Videos mit deinen leckeren Rezepten. Ja, wird mal langsam Zeit, dass du ein paar DDR-Rezepte machst, ne? Versprochen hast du sie ja auch. Ja. Zum Beispiel. Und hier, jetzt kommt noch Glück dazu und ja, wird gemacht, echt nichts. Bleib wie du bist, ein toller Mensch mit viel Humor und Lebensfreude. Happy Birthday und ganz viel Gesundheit im neuen Lebensjahr wünschen dir Andrea und Werner. Danke, Rachel. Danke. Ja. Brauchst du noch ein Tempo? Wo haben wir die denn hier? Hier, Schatzchen. Es ist einfach so schön. Es schlägt einfach so viel Liebe entgegen, ne? Das ist so schön. So. Für frische 70er. Du bist ja da jetzt ein Neuling, ne? Ein Baby 70er sozusagen. Und das Geschenkpapier ist auch so schön. Ja. Wunderbar. Ich bin gespannt, was da wieder drin ist.
Bonbons. Meinst du Bonbons? Ja. Opa-Bonbons? Ja. Opa-Bonbons! Und kein Lippus in mein Tool. Nom 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 nom, Schatz. Sehr cool. Also Uwe mag sie. Das ja. In meinem Fall ist es nicht, aber Uwe mag sie. Für ältere Herren ist das sehr angenehm. Opa, warum? Was steht da denn drauf? So dufte wie du. Was könnte das denn sein, Schatz? Ich will das nicht aufschneiden. Ich sehe das auf, kenne das nicht. Aber Andrea hat verknotet, das weil ich wohl nicht anonymisch bleiben. Nein. Aber das ist auch so süß mit Happy Birthday. Ich hab's runtergekriegt. Ernst? So Happy Birthday drauf auf dem Band, total ja. Schön. So dufte wie du, was ist da drin? Seife. Das könnte. Nein, ich kann ja nicht dir das vorwegnehmen, du musst es ja alleine erraten, hallo? Seife. Seife. Nicht. Keine Seife? Oh. Oh. Amber Noir von ein Eau de Toilette von Yves Rocher. Ein Parfüm? Sehr cool. Oh. Wieder ein Duft. Danke. Mal aufmachen. Ja, schnupper dran. Ach man, Andrea, ey, du bist so spitze, ehrlich. Cool. Das muss alles nicht sein. Nee. Nee. Das muss wirklich alles nicht sein. Aber man freut sich halt trotzdem. Ne? Trotzdem, halt Mensch. Das kostet alles einen Haufen Geld. Ja, da hat der Uwe recht. Und soll ich das auch machen? Wir haben es alle nicht so dick. Schatz? Ja. Ich mach das nächste Paket schon auf. Ja. Tja. Die nicht eder aus. Ombre Noir. Cool. Also der Name verspricht schon viel. Oder heißt es Amber? Keine Ahnung. Hier ist das. Wo kann man drauf sprühen? Ja. Sprühe rein. Ja. Oh. Das cool. Ist gut. Das ist richtig super. Gut. Ambre Noir. Irre. Ja, es riecht schön holzig, ne? Ja. Musst du natürlich auf der Haut. Hast du denn schon ein Parfüm drauf? Nee. Das riecht wirklich gut. Wie frisch geduscht. Von Bad oder so oder irgendwas gab es mal ein Duschgel, das hieß auch Noir, glaube ich. Ja. Das sehr ist gut. Schön holzig auf jeden Fall. Also ich mag es und ich finde es toll, wenn der Uwe danach riecht. Ja. Ja. Ich sehr finde cool. Das auch toll. Sehr, sehr cool. Ja. Guck mal, wie viele Botschaften sie immer darauf ist, war total süß. Märchenprinzennahrung. Oh, total süß. Ich finde das immer total süß, diese ganzen Botschaften, ne, die da drin sind. Ja. Nimm vier. Leck ja. Nee, Lachgummi. Lachgummi. Kapare Märchenprinzen. Ja. Sehr cool. Küss den Frosch. Küss mich, ich bin der Frosch, Hans. Quack. Quack. Sehr cool. Ich muss mal gucken, ob ich eine Nachricht von jemandem bekommen habe. Also Verena gratuliert ja hier auch gerade, Schatz, ne? Ja. 15, alle Jute. Von Verena.
Die Verena guckt auch die Videos. Du darfst dich bedanken. Herzlichen Dank. Oh, für deine Grüße. Dankeschön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier. Gut. Geht auch ohne Zähne. Na, offenbar. Meine Andrea, so manchmal fällt mir doch schwer, Schrift zu lesen. Das riecht gut, das Parfüm. Mhm. Das riecht wirklich richtig gut. Von Yves Rocher. Mein Gott, das ist grün. Das ist erst gemacht, Mensch. Ach so. So, und Kellertreppchen hat ja hier sicher auch irgendwas erzählt. Aber das möchte ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was kommt, ne? Ja, Moment. Mach mal, wenn... Ja, wenn wird nicht vergessen, wird genau. Noch mal lesen. Genau. Mmh. Oh, lecker, lecker, lecker. Soft Muffin Cookies. Mmh. Wenn das mal ohne Zähne geht, dann ist das okay. Ja, das schmilzt wahrscheinlich im Mund. Sieht auf jeden Fall total lecker aus. Ach Gott, also Andrea, du bist wirklich verrückt, ey. Deine neue Arbeitskleidung? Nein, sag jetzt keine Elefantenschlüpper. Gib da dieses Tricks. Nein. Oh Gott, und wir haben hier noch ein Paket zu stehen. Ich werde verrückt, ehrlich. Nein. Ein T-Shirt. Nein, das ist eine Schürze, bestimmt. Wo ist das Messer? Hier, bei mir an der Seite. Achso. Wie cool ist denn das? Das ist bestimmt eine Schürze, Schatz. Da oben. Mann, das ist doch eine Lasche zum Öffnen hier. Uwe goes wild, ey. Jetzt wird er hier verrückt, ehrlich. Das ist wirklich eine Schürze, wie cool ist das? Was? Nein! Bei Bastel-Bastel-Uwe schmeckt's am besten. Nein, das ist immer so personalisiert, ey. Oh, wie cool! Komm her. Cool. Das fetzt. Aber das Fenster hätte ja nicht kürzer sein dürfen. Nein, das können wir ein bisschen länger machen. Ist ja kein Problem. So. Aber die Schleife geht doch noch zu uns, da brauchen wir noch nicht abnehmen. Wie cool ist das denn, Andrea? Ich fass es ja nicht. Cool. So, der Uwe geht jetzt im Spiegel gucken, ne? Ja. Ich hab einfach die Kamera mal mitnimmst. Nein, macht er nicht. Ja. Da haut er einfach ab. Ja, das ist, mit 70 kannst du das halt, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, wie cool ist das denn? Bei Bastel, was mit Uwe schmeckt am besten? Andrea, du bist ja wohl verrückt. Wie cool ist das? Danke. Oh, ich feier dich total. Sehr cool. Das ist aber keine Schürze unten für den Keller. Nein. Also da... Immer wenn ich nach Bastel was da hochkomme, weiß ich was. Aber guck mal, die ist verkehrt rum, oder? Nee. Nee. Cool, danke, danke. Sehr cool, ja, ich feiere das auch. Andrea, ey, ich komme auf so eine Idee. Ja. Sensationell. Aufmachen, Schatz? Ja, ich kriege hier die Luft. Was? Habe ich doch gar nicht so eng gemacht. Ja, also ich finde es toll, ne? Ja. Wird alles so personalisiert, das ist doch der Wahnsinn. Meine Güte, was das alles kostet, ihr. Ja. Ihr seid der Burner, ganz ehrlich. Danke, 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 dass ich mir sowas nur angucken darf, wenn der Uwe in der Küche steht. Ja, ja. Der ganz dicke Herz auf jeden Fall. Hammer. Ja. Willst du hier das. Nee, willst du nicht. Sehr, sehr cool. Auch die Karte ist so lieb. Ja, alles ist schön gemacht. Hier den Stecker darfst du nachher nicht vergessen zu den Boxen, ne? Nee. Puh. So, und jetzt kommt noch ein Päckchen. Oder ein Paket ist es ja eher.
Von der lieben Claudia. Ja, das läuft dicker von der Packschatzhörner. Ja, guck mal, das ist für Uwe Hummelgang drauf. Wie süß ist das denn? Ah, total knuffig, ey. Ja. Kann man hier unten mal lesen, Uwe? Nee. Nee. Haben wir alles abgerissen. Gut, dann ist gut. Und war da etwa keine rote 70 drauf? Doch, oder? Doch, die war drauf, Entschuldigung. Die ist runtergefallen. Hier auf dem Tisch sind auch noch diese 1000 von diesen kleinen 70. Mach auf, mach auf, mach auf, was die liebe Claudia dir geschickt hat. Ich bin ja schon dabei. Also Leute, wirklich, das ist nicht selbstverständlich. Das ist, mich macht das sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Diese Amazon-Pakete, oder? Die sind... Ja. Wo ist denn hier ein... Hilfe, jetzt kommt wieder hohe Gewalt. Aha, es geht also von der Seite auf, das Päckchen. Koffert. Ich mach's auch. Guck mal, ist schon wieder randvoll. Hammer! Mensch, Claudia, da steht ein Hinweis. Uwe. Darfst du das dann lesen? Was? Ja, kann gerne vorgelesen und gezeigt werden. Oh, wie schön. Randvoll, Claudia. Ihr sollt das doch nicht machen. Oh. Oh, Geburtstagswünsche. Was warte mal, ich muss vorsichtig aufmachen. Ja, komm mal. Ja, Zufriedenheit, Fröhlichkeit, Freude, Liebe, Gesundheit, Glück, Mut, Spaß, Erfolg, Kraft, Gesundheit und Geborgenheit. Das hast du ja alles. Ja. Schön. Schöne Karte. Ich schließe sie nachher. Kannst du wieder die Schrift nicht lesen? Doch, aber jetzt bin ich aufgeregt. Darf ich gewesen lesen? Ja. Danke. Oh. Na, warte nun. Soll ich es jetzt vorlesen? Ja, du hast ja schon eine Nachricht. Ach, Mann, dran. Uwe. Ja. Lieber Uwe, von Herzen alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Es war mir ein Bedürfnis, ein kleines Päckchen, ja, kleines, für dich zusammenzustellen, welches dich vielleicht zum Lächeln bringt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und fühle dich ganz festgedrückt. Liebe Grüße, Claudia. Total süß. Dankeschön. Viele lieben Grüße. Total süß, ja, vor allem für den Päckchen. Ja, und der Päckchen kommt ja noch. Paket, Feierbastel. Also wir haben wirklich, das ist ein neues Wort. Eigentlich haben wir es ja gar nicht erfunden. Das hat der Wiki erfunden. Wird ja gesagt, Bastel. Ja. Ja, stimmt. Das hat nicht mal immer ein bisschen manchmal. Du hast eine wunderschöne Schrift, Claudia. Muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen. Schön. Stopp! Oh, wie cool! Sehr cool! Also, das feiere ich jetzt auch schon. Ich muss jetzt auflassen, Uwe. Das muss ich ja jetzt auflassen, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Wird gemacht. Schade, dass er so nach vorne kippt. So. Wie cool! Steht da irgendwas drauf? Nein. Geht's. Wo findet man sowas? Oh, ich wär verrückt. Ich wär verrückt. Für die Büffelhüfte. Nom. Ja, und diese normalen. Die Büffel, ja. Uwe mag die Büffel. Immer wenn ich unterwegs bin, muss ich mir ein bisschen in oder zwei Pakete holen. Ja. Es ist ja Wahnsinn, Leute, wie viel du eingepackt hast. Der Hammer, ja. Ich will es ja nur wegen anfangen. Bastel. Bastel. Guck mal, was für eine schöne Schrift, Claudia. Ja. Guck mal, wir zeigen es mal. Ja. Ja? Claudia, du hast wirklich eine schöne Schrift. Schön.
Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Wir haben ja mal rumkommt. Der Uwe ist wirklich umgeregt, ey. Das ist super. Wow, ernsthaft? Wie cool ist das denn? So eine Bitmanschette, Uwe. Wo du dein, Werkzeug reinmachst. Cool. Sehr cool. Oh, ich liebe das, wenn unsere Schätzeleins echt so aufmerksam sind. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Du hast ja alles, Das ist sehr praktisch. Griffbereit da. Sehr cool, also ich finde sowas auch mega. Ast rein. Bits, ja, kannst du alle da drin rein, genau. Vielleicht auch von der anderen Seite, keine Ahnung. Ich denke mal, du hast es verkehrt rumgemacht. Ich hab verkehrt rumgemacht, ne? Nee. Ist so. Dann ist es vielleicht magnetisch. Ja. Werden wir sehen. Magnetisches. Ja. Wie cool ist das denn? Cool. Sehr cool, praktisch. Claudia, wirklich mega. Also irre. Ganz doch eine Idee. Wahnsinn. Womit macht man Uwe glücklich? Keine Ahnung. Wenn ich im Keller bin, dann ist das erste, was rumkommt. Wenn ich passe, was zu machen. Oder auch nur mit den Nägeln und sowas. Ja, du brauchst sie nicht immer im Mund nehmen, sondern ja. Zack, ran. Fertig. Cool. Super. Sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall. Irre. Wo die Schätze landet immer alle für. Ja, wo? Ja, wo habt ihr, kriegt ihr denn sowas her? Für Susi. Oh, wie süß. Dankeschön. Das ist ja wirklich wie Weihnachten. Du möchtest aber auch wieder was ausmachen. Das ist doch toll. Jetzt freue ich mich. Nicht, dass ich mich sowieso schon hier nicht stehe. Und seitdem freut er mich. Jetzt haben wir noch was auspacken. Ach man, ihr Lieben, ganz ehrlich, ne? Geil. Es ist einfach nicht selbstverständlich, sowas. Nee. Oh, lecker! Oh, lecker! Lakritz Schweizer Kräuterbonbons. Zuckerfrisch. Wie cool! Dankeschön! Da freue ich mich sehr. Ich muss jetzt auch direkt ihn aufmachen. Ich habe uns auch mal sowas probiert. Lakritze. Ja. Dankeschön! Aber nicht so ein Rosenstücke. Bonbon ist das. Bonbon, ja. Lakritze zum Lutschen. Was ist denn das jetzt? Ach. Ach, schön. Ich wollte dein Bild. Mann, super. Gut. Ich liebe. Die Kira. Lakritze. Mit lieben Grüßen von Emma. Oh, wie süß. Emma hat das Kira geschenkt. Kira. Mit lieben Grüßen von Emma. Die liegt da in ihrem Körbchen. Ja, pack das. Ne, mach doch. So, ich mach. Ja. Ich muss noch meine Pause machen. Nicht auspacken. Und wie schön, dass du an Kira auch gedacht hast, Mann. So süß, danke. Oh, wow. Und zwar sind hier Booty Bits, Small Bites, ideal zum Training. Vom Vitakraft. Und das, was Kira so feiert, ist dein bestes Exquisit Hühnerfilet mit 91% Hühnerfleisch und 2% Fett. Aha. Das ist sehr, sehr cool. Die Kira mag das. Und Kira bedankt sich bei Emma für das Schenki. Und ich bedanke mich bei Frauchen dafür. Vielen, vielen Dank. Ich zeige euch nachher die Ecke. Unnormal. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank im Namen von Kira. Aber wie gesagt, die liegt jetzt gerade hier unten. Und da lassen wir die, oder? Gut, Waste. Gartenwaste. Gartenwaste. Oh, wie schön. Eine Erstsaat. Irre. Farbenprächtige Blumenmischung. Super. Cool. Ja, sind die denn haltbar?
Weil jetzt steht ja die Rüstung. Kannst du da natürlich nichts machen? Nee. Ja, guck mal, wir haben die Alpe. Ne? Mindestens halber bis 2025. Denn nächstes Jahr auf jeden Fall. Ja. Aber die sind ja wird wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Weil ja jetzt die Rüstung, aber wohl ab Ende April bis Juli. Dann können wir das noch dieses Jahr machen. Ja. Müssen wir uns eine schöne Ecke aussuchen. Ja, wo wir was noch was machen dürfen, ne? Das ist ja das Ding. Ja, aber ich finde das auch toll. Ja, sehr gute Idee. Super. Mhm. Dankeschön. Hui, nochmal Schleckerbastel. Oh. Hui. Hast du schon einen Sneak Peek, Schatz? Wow. Hoffentlich ist da keine Nuss drin. Das ist aber ein... Oh, Küsschen. Ja, aber ist eine Nuss drin. Macht nicht. Gibt's die Kira, die Nuss? Die Nuss kriegt Kira. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch ein Paket. Ein riesiges. Geburtstagswastel. Geburtstagswastel. Ich schmeiß mich weg. Ja, ich will den Karton einfach weg. Ich bin so gespannt. Moses? Was ist da drin? Oh, irgendwas selbstgemachtes? Wirklich? Ja. Kuchen im Glas mit Apfelmus und... Ja, und der. Haselnüssen. Glas öffnen, Kuchen herausnehmen, Kerze draufstecken und anzünden. Freuen und... Nein, wirklich? Oh, wie cool mit der Kerze! Ja, komm, das machen wir jetzt. Ja, das wird gemacht. Wo die Beschreibung. Wo ist denn ein Feuerzeug drin? Ja, weiß ich nicht. Da hinten, ich muss holen. Müssen wir einen Cut machen, oder? Nee, müssen wir nicht. Gucken wir mal, wie schnell du rennst. Müssen wir erstmal hier durch den Haufen bügeln. Wie cool ist das denn bitte? So was selbstgemachtes, das kann doch nicht wahr sein. Claudia. Das ist der Oberburner, ganz ehrlich. Also ich finde das mega alles. Das ist irgendwie das, was ich hier schöner finde. Was mich mehr. Alles. Ja, ist alles so toll. Erstmal Kerze, mir noch. Wie cool ist denn das, ey? Gib her. Nein, okay. Und hier die Lakritz-Bonbons. Die schmecken richtig gut. Also wer Lakritz mag, kann ich wirklich empfehlen. So. Oh nein. Du hast es ja runtergeschmissen. Ach, hast du das? Ja. Oh, wir haben dazu geschweißt. Oh, wie cool ist das denn? Nee, sollte ich gar nicht, wa? Doch aufmachen. Kerze reinstecken und genießen. Hier musst du ein bisschen höher halten. Was schief, warte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Uwe. Happy Birthday to you. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Yay! Wie schön, dass du geboren bist.
wie schön. Es ist die coolste Idee ever, ganz ehrlich. Claudia, das musst du mir mal schreiben, wie du das gemacht hast. Weiß ich. Was soll ich sehen, wie du das gemacht hast? Die Kerze anstecken. Einfach den Kuchen mit dem Glas in den Ofen drin oder was? Hätte die Angst, er platzt. Echt mega. Ja, Herrchen, es sind Freudetränen, Schnecki. Ja. Guck mal, können wir dir ja was geben? Ja. Hm? Ja, du kommst hier noch so hoch, ne? Also, ich mach das mal auf, weil die Kira jetzt gerade hier unten ist. Dann hat sie auch was. Da, Mausi. Mit besten Gruß von Emma. Ja, jetzt hast du den Unterbrett lassen. Sie dankt und stolziert ab mit ihrer Beute. Ja. Sehr cool. Und deine Torte kippt auch um. Das ist so geil. Ihr seid der Oberburner. Aber wirklich alle, ne? Vielen, vielen Dank. Von allen recht, bei allen recht herzlich bedanken. Hätte nicht sein brauchen, aber ich freue mich so. Das ist okay. Komm her. Ach, du hast ein großes Taschentuch. Ist okay. Ja. Also den Kuchen, den wir mal gleich probieren. Ja. Die Torte finde ich. Ich finde alle schick, was ihr mir geschenkt habt. Das braucht aber nicht sein. Dass wir die mal ausstopfen oder so. Ja. Dass die nicht immer so zusammenfällt. Das sieht so lustig aus. Ja, auch ich möchte mich von ganzem Herzen für die Gaben bedanken, die auch ich bekommen habe. Auch das wäre überhaupt gar nicht nötig gewesen, denn heute ist die Hauptperson der liebe Uwe. Bastel, Bastel, Uwe. Dessen Kumpel Chuck Norris Fische ertränken kann. Ja. Und der mit 70 noch ohne Akku fährt. Ja. Es ist so, so cool, ganz ja. ehrlich. Und keine Ahnung, ob der Uwe oder ich, nehme mal kurz die Kamera. Ja. Zeig doch mal die kleine Schlachtfeld. Ja, zeig euch mal das Schlachtfeld, aber ich muss hier erstmal zusammenfahren alles. Und der Akku ist leer, um Gottes Willen. Also Leute, es hat wirklich Überlänge, ne? Definitiv. Kann man das sehen, Schatz? Ja. Oh ja. Das ist ein Schlachtfeld. Von 4 Pakete. 5, 6, 7. Oh. Von einigen. Ja. So, jetzt steige ich euch wieder hinten hin. In der Hoffnung, dass das passt. Ja, der Akku ist ja leer, dann müssen wir erst aufhören erstmal. Ja, ich glaube auch. Kann man das ausstopfen? Kann man da was reinmachen? Ja. Ja, werden wir auch machen. Ja. Das hier so von dem Papier irgendwas. Ja. Dann fällt es nicht immer um. Und der Uwe hat recht, da der Akku leer ist und wir sowieso schon Überlänge haben und wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen feiern wollen. Und wie gesagt, wir kriegen ja gleich noch Gäste. Werden wir uns aus dem Video verabschieden. Ja. Oder Schatz, möchtest du noch ein bisschen... Nein. Ich muss mich erstmal erholen. Ja. Und das alles mal auf dich wirken lassen. Ja, ne? Genau. Okay, ihr Lieben. Dann beenden wir an dieser Stelle das Video. Ich bedanke mich bei allen, die was geschickt haben, die an Uwe gedacht haben. Ihr seid mega. Ganz, ganz große Klasse. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sagen das, was wir immer sagen, meine Lieben. Sei frech, wild und wild wunderbar. Wild und wunderbar. Bis dann, mal. Tschüss. Tschüss. Und nochmal, recht, recht herzlichen Dank für alles. Ja, ich danke auch. Ihr seid der Wahnsinn, wirklich. Tschüss. Für euch nicht vergessen. Tschüss.